Hallo, ich bin hier in Kalmar und wir besuchen jetzt mal das Training der norwegischen Nationalmannschaft. Und vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, mit der einen oder anderen Spielerin auf Deutsch ein Interview zu machen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Du bist jetzt seit einiger Zeit in Potsdam. Wie hast du dich da so eingelebt und wie läuft es für dich mit der deutschen Sprache? Wie sieht dein Tagesablauf so aus bei Turbine Potsdam? Erst trainieren wir am Morgen und mit vielleicht Fitness oder so, nicht Fußball. Und dann gehen vielleicht eine Stunde oder so. Und dann fahren wir nach Hause und essen und vielleicht schlafen. Und dann kommen wir zurück in die Kabine zusammen und trainieren Fußball mit Bernd Schröder natürlich. 2 Tage in einem Tag und in Abend. So. Dann in Freizeit haben wir viel Spaß zusammen mit der anderen Spielerin. Ne? Wir essen in Potsdam, wie eine schöne Stadt ist. Ja, und haben viel Spaß. Die Essen ist sehr gut und die Menschen und Potsdam. Potsdam ist eine sehr schöne Stadt, so ich liebe Potsdam. Also ich verstehe besser, als ich sprechen kann, aber ich habe 2 Jahre in Norwegen in Schule gelernt, so ich kann ein bisschen vor die ich in Potsdam kam. Wir haben ein sehr internationales Team, Mannschaft. Und wir sprechen auch viel Englisch zusammen, aber alle müssen ein bisschen Deutsch können, so wir im Spiel gut kommunizieren und so. So, das glaube ich sehr wichtig. Kulturell ist nicht so viel Unterschied, aber im Fußball ist es sehr ja, große Unterschiede zwischen Level in Fußball und in Training und so und weiter. Und es ist ein sehr, sehr hoch Level in Deutschland, glaube ich, als in Norwegen. Die Tempo ist ganz verschieden. In Bundesliga hast du nicht so viel Zeit, denken, und du musst deine Füße schnell, ja, du musst schnell spielen und denken. Und wir trainieren viel, viel hart, ja, als in Norwegen. Und ja, so ich glaube, dass es ist ein anderes Welt in Deutschland und in Deutschfußball. Wir gehen in Champions League diese Autumn, ja. Und das ist ein Traum für mich, gut in Champions League spielen. Und Bundesliga, die nächste Saison habe ich sehr hohe Traum natürlich und die Mannschaft auch. So, wir mussten gut trainieren.